Extreme Rules 2020, was für ein Pay-Per-View, aber nun kommt die erste Smackdown-Folge nach Extreme Rules 2020. Und wir starten die Smackdown-Episode mit unserem WWE-Champion, der am Sonntag seinen Titel zwar verteidigen konnte, aber die Art, wie er ihn verteidigt hat, hat für viel Aufsehen erregt. Denn er attackierte Kevin Owens vor dem Match von hinten. Und Kevin Owens hat das ganze Match keine Chance mehr. Vergangenen Sonntag, WWE Universum, habe ich gezeigt, warum ich der WWE Champion bin. Nach langer Zeit hat SmackDown endlich wieder ein Champion wie mich. Jemanden, der würdig ist, den WWE Titel zu repräsentieren. Und Kevin, das, was da am Sonntag passiert ist, das hatte nichts mit dir zu tun. Nur du bist einfach nicht würdig, WWE Champion zu sein. FW hat zu Recht mich ausgewählt, hier SmackDown zu repräsentieren, und hat mit mir alles dran gesetzt, dass das auch so bleibt. Kevin, es tut mir schon etwas leid, aber mein Gott, sieh's doch endlich ein. Das. Und Kevin Owens kommt und unterbricht Styles. Und die Frage ist, was hat Owens zu sagen? Und man kann froh sein, dass am Sonntag nach Extreme Rules Kevin Owens nicht schwerwiegende Folgen nach dem Match getragen hat. Er kam zwar ins Krankenhaus, es wurde überprüft, aber ihm geht es trotzdem noch gut. Denn bei Extreme Rules musste er einstecken mit Candlesticks, mit Stuhlschlägen. Flog auf Tische. Aber jetzt steht er hier. AJ, gib doch einfach zu, dass du nicht die Eier hast, einfach gegen mich anzutreten. Und das aus einem gewissen Grund. Weil du weißt, dass du verlieren würdest. Du sagst, du bist würdig, diesen Titel zu präsentieren. Weißt du, das WWE-Universum will einen Champion, der ihn verteidigt. In Matches. Und nicht in sowas wie bei Extreme Rules. Kevin, allein, dass du jetzt hier rauskommst, hat gezeigt, dass du es nicht verstanden hast. Ich habe bei Extreme Rules dich nicht hinterrücks attackiert und dich fertig gemacht. Nein, Kevin, es war eine Warnung an dich. Aber du hast sie einfach nicht verstanden. Und jetzt stehst du schon wieder hier draußen und ich frage mich, was willst du, Kevin? Was ich will, ist für mich und das WWE-Universum eine Chance für den Titel. Und ich habe gesagt, ich lasse nicht eher locker, bis ich diesen Titel oder wenigstens diese Chance bekommen habe. Und wie du siehst, ich habe genau das gemacht, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, es ist mir egal, ob du hier stehst oder ob FW hier steht. Du siehst, wie FW im Moment aussieht. Ja, Kevin, ist schon gut. Weißt du, FW und ich haben damit gerechnet, dass du wieder herauskommst, deine kleine Show abziehst. Ich kann dir nur so viel sagen, so oder so, es bringt nichts. Aber wenn du wirklich die Chance willst, Kevin, naja, du hattest sie doch bei Extreme Rules, Kevin. Ich weiß nicht, was du willst. AJ, der SummerSlam steht vor der Tür. Die größte Party im Sommer. Und glaub mir, AJ, ich werde feiern beim SummerSlam. Ich will eine faire Chance, du gegen mich, 1 gegen 1, um
den WWE Championship. Das ist natürlich blöd, Kevin, denn du hattest deine Chance bereits bei Extreme Rules und ich kann dir jetzt natürlich nicht einfach ein WWE Championship Match geben, nein. Aber weißt du, ich bin ja nicht so, Kevin. Ich sollte sowieso von FW sagen, dass es heute eine 8-Mann-Battle Royale gibt und der Gewinner wird beim SummerSlam gegen mich antreten. Und weißt du, meinetwegen, Kevin, du bekommst einen Spot in der Battle Royale. AJ, dann hast du hiermit unterschrieben, dass du den Titel nicht mehr lange haben willst. Es ist mir egal, ob da 3 Leute in der Battle Royale sind, 4 Leute oder auch 7 Leute, gegen die ich antreten muss. Jeder wird eliminiert und beim SummerSlam treten wir gegeneinander an. Denn das, was du und FW hier bei SmackDown im Moment tun, ist nicht würdig gegenüber dieser Show. Ja, Kevin. Das Geheule kannst du dir jetzt sparen. Du hast doch gesehen, was bei Extreme Rules passiert. Selbst wenn du diese Battle Royale gewinnen solltest, wird der SummerSlam nicht anders aussehen, Kevin. So oder so, ich werde immer gegen dich gewinnen. Denn du hast einfach nicht das Zeug dazu, WWE Champion zu sein. Manche Leute sind eben Siegertypen und manche sind Losertypen. Weißt du, Kevin, du schaust dir die Geschichte an. Ich schreibe die Geschichte, Kevin. Denn ich bin nicht umsonst die Phenomenal One, AJ Styles. AJ Styles, Kevin Owens, das hier ist noch nicht vorbei. Heute Abend werden wir sehen, ob Owens eine weitere Chance für den WWE Championship hat. Und kommen wir nun direkt zum ersten Match des heutigen Abends. Und wir haben hier mal wieder ein Publikumsliebling. Sami Zayn. Sami Zayn konnte sich gegen Shinsuke Nakamura durchsetzen vor 2 Wochen. Und heute Abend hat er direkt wieder ein Match. Und er probiert natürlich auch auf seinem aufsteigenden Ast zu bleiben. Andrade. Bei ihm muss man sagen, es ist ruhig geworden um ihn in letzter Zeit. Letztes hat er mal wieder ein Match, das verlor er. Und er probiert natürlich wieder ins Spotlight zu rücken. Und heute Abend hat er die Chance, sich zu beweisen gegen Sami Zayn.
Und nun geht's los. Sami Zayn gegen Andrade. Das erste Match bei SmackDown nach Extreme Rules 2020. Und Andrade kontert hier direkt. Und jetzt die Ellbogenschlägen hier von Andrade. Oh, direkt auf den zweiten Ringseite legt er direkt gut los. Und Zayn geht zu Boden hier. Cover direkt von Andrade. Kick out Zayn. Auch Zayn kontert hier gegen Andrade. Zayn mit dem Chop, aber Andrade bleibt standhaft. Whip in. Und Suplex von Andrade. Und Zayn weicht hier aus. Rolling von Zayn. Cover. One. Two. Und jetzt Andrade mit dem Cover. One. Two. Kick out Zayn. Und wieder hier Backbreaker von Andrade gegen Sami Zayn. Und Andrade jetzt auf dem Weg zum obersten Ringseil. Und der Moonsault von Andrade und der connected. Und Andrade will hier die Powerbomb zeigen und die geht durch. Cover erneut und Kickout Zayn wieder. Damit hatte Sami Zayn wohl nicht gerechnet, dass das hier so losgeht. Wirkt ein bisschen überrascht, aber versucht hier immer wieder ins Match zurückzukommen. Jetzt schnappt sich auch Zayn den Power Slam. Zayn jetzt hier mit dem Backbreaker gegen Andrade. Und man sieht es hier schon, vom Moveset haben die viele ähnliche Moves. Frog Splash von Zayn. Jetzt hat Zayn sein Comeback hier heute Abend gefunden, aber der Whip-In in die Ecke von Andrade. Und Zayn kontert. Und Zayn jetzt hier auf dem zweiten Ringseil. Und connected hier mit Andrade. Cover von Zayn. One. Und Kickout Andrade. Beide wissen, hier geht sowas. Denn auch Zayn wie Andrade in letzter Zeit blieben sie eher im Schatten hier von SmackDown. Und Andrade jetzt hier mit dem Backbreaker von Zayn, der im zweiten Ringseil saß. Whip in. Zayn in der Ecke und Andrade mit dem Running Knee. Zayn liegt hier und der Leg Drop von Andrade. Andrade wartet jetzt hier auf Sami Zayn und der Kick connected. Cover. One, two, kick out von Sami Zayn. Andrade kann es hier nicht fassen, aber hat sich jetzt einen ordentlichen Vorsprung hier in dem Match gesichert. Zayn kontert. Zayn schnappt sich. Blue Thunderbomb. Blue Thunderbomb von Sami Zayn. Weapon aber wieder gekontert von Andrade. Und erneut der Suplex von Andrades. Wildes Hin und Her hier jetzt im ersten Match hier von SmackDown. Andrade kontert wieder. Und auch Zayn kontert wieder. Weapon. Und Zayn, Zayn, Helluva Kick, Helluva Kick, Helluva Kick, Sami Zayn, der geht durch, Cover, One, Two, und Andrade mit dem Kickout, nach dem Helluva Kick, bei 2.
Und jetzt ist die Frage, Sami Zayn, was macht er jetzt? Das könnte der entscheidende Moment hier in diesem Match gewesen sein. Die Frage ist natürlich auch, kommt Andrade nochmal irgendwie zurück? Zayn wieder auf dem zweiten Ringseil und geht wieder durch. Und Zayn jetzt hier wieder mit der Blue Thunder Bomb. Und Andrade wieder in der Ecke. Und erneut der Luba-Kick, aber der geht nicht durch. Der geht nicht durch. Andrade im letzten Moment weicht der hier aus. Andrade ist jetzt hier auf dem obersten Ringseil. Mit Zayn und Hurricane Rana vom obersten Ringseil. Cover. One und Kickout Sami Zayn. Sami Zayn nimmt seine letzten Kräfte, um hier erfolgreich auszukicken. Dem fällt es aber schon schwer, auf die Beine zu kommen. Und jetzt der DDT von Andrade. Das war's für Zayn. One, two und Kickout Sami Zayn. Kickout von Sami Zayn in letzter Sekunde. Was ein Match hier bei SmackDown. Und Andrade Dropkick gegen den Rücken von Zayn. Und Zayn weicht jetzt aus. Schnappt in sich Power Slam. Zayn wieder auf dem Weg zum obersten Ringseil. Und connected hier. Sami Zayn, der kann den Sack jetzt zumachen, aber Andrade kontert wieder. Und jetzt geht auch Andrade hier nach draußen. Verlagert der das Match nach draußen. Dropkick außerhalb vom Ring. Jetzt ist die Frage, will Andrade das hier per Countout beenden? Und dann Zayn kontert! Zayn kontert, in den Neckbreaker verwandelt er das Ganze. Power Slam von Zayn. Der Ringrichter bei 5. Andrade kommt wieder auf die Beine und Zayn kommt angesprungen. Der Ringrichter bei 8 und Sami Zayn unterbricht hier den Count. Zayn jetzt hier auf dem Apron. Dropkick in den Ring rein. Und Zayn erneut hier mit der Blue Thunder Bomb. Das könnte jetzt Sami Zayns Moment sein. Und wieder geht er hier, Luba Kick und der connected. Das war's für Andrade. Cover. One, two, three. Zayn mit dem Sieg heute Abend bei SmackDown. Starkes Match hier von beiden. Aber am Ende war es Sami Zayn, der den Sieg holen konnte. Hier die Blue Thunder Bomb haben wir heute öfter gesehen. Glückwunsch, Sami Zayn. Aber sie bleiben direkt dran, denn es geht direkt weiter mit den Matches. Und weiter geht's hier bei SmackDown mit den Matches. Und der Original Bro
Matt Riddle, neu bei SmackDown. Hat direkt ein Match. Matt Riddle, vor ein paar Wochen kam er hier zu SmackDown, traf auf den WWE Champion AJ Styles, konnte den zwar nicht besiegen, machte trotzdem guten Eindruck. Und heute Abend hat er wieder die Chance, sich zu beweisen. Frisch aus NXT ist er hier. Und Dolph Ziggler, vergangene Pay-Per-View, er wollte es so sehr, er wollte John Cena besiegen. Es gelang ihm aber nicht. Heute Abend probiert er direkt den nächsten Sieg zu holen. King Matt Riddle. Und los geht's jetzt hier, Matt Riddle gegen Dolph Ziggler, und direkt beide gehen ins technische Wrestling. Dolph Ziggler drückt den weg. Oh, Dropkick gegen Riddle, aber der bleibt standhaft. Auch das sieht man selten nach dem Dropkick. Riddle fängt den Kick ab und Pele Kick von Riddle. Riddle schnappt sich Ziggler und schmeißt den hier zu Boden. Und glaub mir, Dolph Ziggler, mit Riddle, das ist ein Gegner, den hast du so noch nicht erlebt. Kick von Riddle. Die Kicks gegen die Brust hier von Riddle. Und der Kick gegen den Kopf. Ziggler auf dem Apron. Und Riddle holt den hier in den Ring. Ziggler flüchtet wieder nach draußen. Kontert jetzt hier mit Riddle aus. Whip in und Dropkick, und mit Riddle geht zu Boden. Neckbreaker hier von Ziggler gegen Riddle. Riddle in der Ecke. Und Ziggler drückt ihn jetzt den Knie weiter rein. Whip-in von Ziggler in die Ecke. Und jetzt drückt er sein Gesicht gegen die Ringseile. Und Ziggler benutzt alles als Waffe, was er hier finden kann. Und Riddle kontert face first. Ziggler geht zu Boden. Whip in Riddle in der Ecke. Und Ziggler schafft den Suplex nicht. Power Slam von Riddle. Und der geht aufs oberste Ringseil. Und probiert jetzt hier und connected nicht mit Ziggler. Ziggler rollt noch ein Stückchen zur Seite. Connected nicht. Riddle früher auf den Beinen und rollt hier Ziggler ein. Cover One. Und Ziggler kommt raus. Kommt früher auf die Beine. Geht's hier ein bisschen mehr um Geschwindigkeit. Neckbreaker von Ziggler. Cover.
2, 3, nein. Riddle kommt noch raus. Ziggler dachte auch erst, das wär's, diskutiert ja noch kurz mit dem Referee, aber verschwendet keine Zeit, denn er weiß, Matt Riddle ist ein gefährlicher Gegner. Und jetzt hier, Ziggler mit dem Famouser. Ziggler mit dem Famouser gegen Matt Riddle. Was ist das hier? Überraschung. 1, 2, 3. Kick out von Riddle. Überraschender ging's kaum. Running Knee jetzt hier von Riddle. Der Famouser aus dem Nichts. Weapon. Ziggler kontert wieder. Und Ziggler jetzt hier vom zweiten Ringseil. DDT gegen Riddle. Riddle am Boden. Und Ziggler wartet hier, bis der wieder auf die Beine kommt. Der braucht mittlerweile die Hilfe hier von den Ringseilen. Und jetzt hier Zigzag von Ziggler. Zigzag Ziggler. 1, 2, 3. Ziggler mit dem Sieg über Riddle. Überraschend, aber stark. Ziggler gewinnt gegen Riddle. Gutes Match. Und Ziggler zögert gar nicht lange und probiert, das Match direkt zu finishen. Und das gelang ihm auch. Und kommen wir nun schon zum Main Event der heutigen SmackDown-Episode. Und wie vorhin schon angesprochen, von AJ Styles ist es die Battle Royale. Und der Sieger wird beim SummerSlam antreten gegen ihn um den WWE Championship. Daniel Bryan, er hat erst letztens ein Match gegen AJ Styles für den WWE Championship. Wenn uns die Rivalität oder das Finale, was wir bei Backlash sahen, Styles gegen Bryan, gegen McIntyre für den WWE Championship. Aber wer weiß, vielleicht gelingt es ihm ja nochmal. Und wir sehen ihn beim SummerSlam wieder als WWE Champion. Und eben schon angesprochen, und hier kommt der andere, der auch bei Backlash mit in dem Match verwickelt war, der Scottish Psychopath. Aber reden wir nicht vom Backlash, wenn wir diesen Mann sehen. Reden wir von vergangenem Sonntag, Extreme Rules. Er besiegte Finn Balor.
Extreme Rules Match. Nach einem sehr langen und sehr guten Match. Und am Ende gewann der überraschende Claymore Kick. Und die Frage ist jetzt natürlich, what's next for Drew McIntyre? Und hier kommt der Mann, für den es um alles geht. Der einfach nur seine zweite Chance will. Es ist eigentlich falsch zu sagen, er will seine zweite Chance. Er will eine richtige Chance. Denn wir alle haben gesehen, was bei Extreme Rules passiert ist. Und das kann man ja wohl nicht als Chance für den WWE Championship zählen. Aber er hat sich hier eben Feinde gemacht, die man hier bei SmackDown einfach nicht als Feinde haben will. Und das sind zum einen FW, The Commissioner. Und zum anderen der WWE Champion, AJ Styles. Und hier kommt das ein Teil der Undisputed Era. Roderick Strong. Kyle O'Reilly und Bobby Fish, SmackDown Tag Team Champions. Adam Cole im Moment United States Champion. Und wenn Roderick Strong hier heute Abend gewinnt, ist er vielleicht WWE Champion. Das wäre doch was. Und dass Roderick Strong es auch im Singles-Bereich drauf hat, das haben wir vor ein paar Wochen gesehen. Denn dort besiegte er den alten United States Champion, Jeff Hardy. Und Adam Cole, er ist natürlich nicht in dieser Battle Royale, denn er hat das gar nicht nötig hier zu sein. Denn er ist Mr. Money in the Bank. Und kann jederzeit ein WWE Championship Match haben, wann immer er möchte. Und jetzt haben wir den nächsten sehr, sehr guten Teilnehmer hier heute Abend. Bei Extreme Rules verlor er zwar, aber trotzdem einer der besten Superstars, die SmackDown aktuell im Roster zu bieten hat. Finn Balor. Finn Balor, er hatte natürlich auch eine wunderschöne, wunderbare Performance hingelegt bei Extreme Rules, keine Frage. Aber dieser überraschende Claymore Kick am Ende,
damit hat er einfach nicht gerechnet. Und dadurch verlor er gegen Drew McIntyre. Aber das macht ihm gar nichts, denn bei ihm sahen wir in letzter Zeit viele Erfolge. War bereits Tag Team Champion dieses Jahr mit Braun Strowman bei Raw. Hier bei SmackDown konnte er bereits als Demon King The Beast himself, Brock Lesnar, besiegen. Und da kann man sich selbstverständlich auch mal so einen Rückschlag wie bei Extreme Rules erlauben. Die Frage ist, wie geht's weiter? Und nun will's ja auch noch Glorious in unser Battle Royale. Auch er konnte in letzter Zeit ein paar Siege holen. Ob es natürlich für den WWE Championship reicht. Das sehen wir vielleicht schon hier heute Abend, denn wenn man hier diese 8-Mann Battle Royale gewinnt. Klar, man braucht auch immer ein bisschen Glück in einer Battle Royale. Aber es ist nicht ohne. Aber man muss hier schon zu den besten Superstars von SmackDown gehören, wenn man diese Battle Royale gewinnen will. Vor allem wenn man die Menge an qualitativ hochwertigen Superstars hier sieht. Shinsuke Nakamura und der WWE Championship, das ist auch eine Geschichte für sich. Er wollte diesen Titel schon so oft haben, stand so oft kurz davor. Aber der Abschluss gelang ihm nicht. Und AJ Styles, es wäre natürlich ein perfekter Gegner für ihn, denn er kennt diesen Gegner bereits ziemlich gut. Und ein Teilnehmer haben wir noch hier heute Abend in der Battle Royale. Bei Extreme Rules verlor er seinen Titel. Ah, vielleicht hat er es ja auf einen größeren Titel ausgesehen. Ich meinte natürlich abgesehen, vielleicht hat er es auf einen größeren Titel abgesehen und das wäre hier der WWE Championship. Auch Jeff Hardy, er war bereits WWE Champion.
Mal gucken, ob ihm das gelingt hier heute Abend. Und wenn ich mir die Teilnehmer so angucke, habe ich keine Ahnung, wer dieses Match hier gewinnen kann. Jeder hat Potenzial, jeder hat die Möglichkeit. Ein, zwei vielleicht ein bisschen mehr als andere. Aber an sich sind das alles Superstars auf einem hohen Level. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer dieses Match für sich entscheiden kann. Und los geht es hier in unserer Battle Royale. Daniel Bryan, Drew McIntyre, Kevin Owens, Roderick Strong, Finn Balor, Robert. Und da ist direkt Balor ist raus. Balor ist direkt raus. Unfassbar. Von wem der raus ist, das habe ich jetzt leider nicht gesehen. War noch am Aufsehen hier. Jetzt ist es kein Finn Balor mehr. Jetzt haben wir nur noch Daniel Bryan, Drew McIntyre, Kevin Owens, Roderick Strong, Robert Roode, Shinsuke Nakamura und Jeff Hardy, die hier heute Abend gegeneinander antreten werden. Der Ring hier natürlich extrem voll. Noch ist kein weiterer Superstar hier eliminiert. Und Roderick Strong! Roderick Strong eliminiert von Kevin Owens. Die Frage ist, wer wird hier als nächstes eliminiert? McIntyre schon am Kämpfen hier mit Kevin Owens in der Ecke. Daniel Bryan schon mit Shinsuke Nakamura am Kämpfen. Beide entkommen dem Ganzen noch. Bei so einer Battle Royale natürlich jedes Mal immer wieder schwer aufs Neue hier überhaupt den Überblick zu bewahren. Daniel Bryan, der steht da ganz gefährlich. Und Roderick Strong. Roderick Strong ist eliminiert. Hier von Shinsuke Nakamura. Und jetzt probieren sie hier zusammen Drew McIntyre zu eliminieren. Jeff Hardy auf der anderen Seite am Kämpfen. Und McIntyre eliminiert von Kevin Owens und Shinsuke Nakamura. Owens, Nakamura, Daniel Bryan und Jeff Hardy hier noch im Match. Bryan und Hardy, Nakamura und Owens. Die Superstars, die hier noch gegeneinander antreten. Und Nakamura eliminiert von Kevin Owens. Und der geht jetzt hier gegen Daniel Bryan, Pump Handle Neckbreaker. Wird natürlich auch Jeff Hardy hier das Beste. Stunner! Stunner von Owens! Gegen Hardy. Der probiert natürlich zu eliminieren. Und der ist raus. Bryan und Owens stehen sich hier gegenüber. Und die beiden kämpfen jetzt auch gegeneinander. Bryan macht den Anfang. Bryan und Owens sind die letzten hier in unserer Battle Royale. Ben Owens, Bryan hier sehr gefährlich. Bryan hier sehr gefährlich in der Ecke. Eben wurde schon so Drew McIntyre am Ringseil eliminiert. Und Daniel Bryan hier mit dem Suplex gegen Owens. Uppercut von Bryan. Und die letzten zwei, das ist natürlich immer das, was am längsten dauert. Denn sonst wäre in der Battle Royale, man wird immer mal wieder von hinten attackiert. Aber hier kann man sich nur
auf diesen einen Gegner fokussieren. Und Owens weicht hier aus. Und der Weapon. Und Owens hier mit dem Knie in den Magen. Running Senken noch von Owens. Owens oder Bryan, sie beide haben schon gegen Styles gekämpft für den WWE Championship. Die Frage ist nur, wer wird es? Bryan hier auf dem obersten Ring sein und Owens kommt angerannt, trägt hier Bryan runter. Owens tritt Bryan runter. Und damit tritt Owens beim SummerSlam wieder gegen Styles an. Und das war's damit auch schon von dieser SmackDown-Episode. Wir bedanken uns fürs Zusehen und sehen uns nächste Woche wieder.